Und danke bei Ihnen fürs Kommen, für das Interesse. Bin tatsächlich in Pension, wie das so schön heißt. Seit einem Jahr, ich muss mich selber erst ein bisschen dran gewöhnen. Aber das Schöne, was damit einherkommt, dass es doch auch ein bisschen mehr Zeit gibt für die ich persönlich auch so dann während meiner aktiven Laufbahn an der Uni immer sehr gebrannt habe, nämlich politische Bildung, Weiterbildung, die Auseinandersetzung mit Menschen zu Themen von Politik in einem demokratiepolitischen Kontext. Ja, das sozusagen das ist meine politische Leidenschaft. Auch manchmal Leidenschaft, wie Sie wissen. Aber es ist schön, sozusagen auch dafür jetzt ein Stück weit mehr Zeit zu haben und eingeladen worden zu sein, hierher zu kommen. Genau, ich habe jetzt die Ausführungen, also die Fragestellung ist, was kann Demokratie nähren? Trägt Religion dazu also hat Religion einen Beitrag dazu? Und ich tue sozusagen unter dem größeren, der größeren Überschrift Demokratie und Religion. Als wir dieses Thema oder als Sie dieses Thema geplant haben, hier an der Akademie, das liegt sozusagen einige Monate zurück, da konnte die Aktualität, die Brisanz der Thematik von Demokratie, also nicht erahnt, vielleicht schon erahnt werden, aber man hat es noch nicht gespürt. Ja? Es hat noch nicht wirklich besorgt. Und jetzt, glaube ich, sind wir so in eine Phase der Besorgnis gekommen. Und von daher denke ich, es ist sehr gut, so zu schauen, wo sind nährende Säulen, nährende Fundamente, wo ist etwas beizutragen, um Demokratie, die liberale Demokratie zu stabilisieren. Ich spreche jetzt gar nicht mehr davon, wovon in den 70er Jahren die Rede gewesen ist, nämlich mehr Demokratie. Manche erinnern sich vielleicht, es hat dann auch das schöne Schlagwort mehr Demokratiewagen gegeben in Deutschland. Also davon ist derzeit nicht die Rede, sondern ist eher die Rede um die Stabilisierung, die Stabilität, die Legitimität von Demokratie. Dort sind wir angelangt und darüber würde ich gerne sprechen. Sie erinnern sich, die letzten 10 Tage, habe ein bisschen angeschaut, die Situation in Deutschland, wo unter dem Aspekt von Demokratie stabilisieren, alle Bischöfe der evangelischen Landeskirchen in Ostdeutschland zur Demonstration aufgerufen haben, wo einige katholische Bischöfe in Deutschland offene Briefe verzeichnet haben, wo der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz auch auf der einer Kundgebung selber, Kundgebung gegen Rassismus selber gesprochen hat. Und ich habe ein bisschen zusammengeschrieben, was die Bischöfe in Deutschland, die katholischen wie die evangelischen, wo sie die Notwendigkeit, die Not sehen oder das Bedrängnis zur Artikulation, so ganz banal, also die Forderung nach Vertreibung von Menschen, da hat sich die Kirche dagegen auszusprechen. Oder gegen ein völkisches und nationalistisches Gedankengut, für verantwortungsvolle Wahlen, Zeichen für Demokratie, Vielfalt, Toleranz. Und der Satz, glaube ich, ist vom Vorsitzenden der Bischofskonferenz, müssen wir mal nachschauen, christlicher Glaube und völkisches Denken passen nicht zusammen. Genauso wenig wie Kreuz und Hakenkreuz. Und in diese ist sehr starke Aussage, und das ist eine Aussage, die sagen, sehr stark Bezüge, Anlehnungen an die Geschichte macht, an die Geschichte der 20er, 30er Jahre in der Weimarer Republik in Deutschland, wo so also hier so zu warnen, ja, vor Entwicklungen, aber auch zu warnen, was es bedeutet für Kirchen. Ja, was sozusagen völkisches, nationalistisches Gedankengut für Kirchen, sei es jegliche Kirchen, bedeutet, also wie stark hier Kirchen nicht nur die Menschen in Bedrängnis kommen. So, das ist ein bisschen dieses Umfeld, in dem wir gerade stecken und das Umfeld, wo es auch Engagement von kirchlicher Seite gibt. Bevor ich jetzt hier in Details einsteige, was ich tun möchte, ich möchte sozusagen im ersten Schritt schon nochmal die Frage stellen, was meinen wir überhaupt mit Demokratie?
Was ist die Substanz von Demokratie, die potenziell in Gefahr gefährdet ist? Was macht sozusagen eine Gesellschaftsform? Was macht eine politische Form, eine Verfasstheit von Gesellschaft und von Politik aus, die wir als demokratisch bezeichnen? Was sind dort für Momente, für Aspekte, für Manifestationen enthalten, die unumstößlich sind für Demokratie und was es bedeutet? So, das wäre mein erster Schritt, wo ich ein bisschen darüber reden möchte. Der zweite Schritt, dann der größere, so das Beziehungsgefüge von Religionen, Religionsgemeinschaften, ein bisschen auch von religiösen Menschen, von Religiosität und Demokratie auf der einen Seite und Autokratien auf der anderen Seite. Also welche Beobachtungen machen wir? Was stellen wir fest in dieser Beziehung? Und am Schluss sozusagen einige Fragen noch, die ich sozusagen gemeinsam hier noch einmal benennen möchte. Sozusagen, warum ist das Verhältnis von Demokratie und Religion so, wie es ist? Auch hier in Österreich, nicht nur in Deutschland oder in Indien oder in Russland oder in Ungarn, also wir können uns ja viel vorstellen, sondern schauen wir kurz noch einmal auf dieses Verhältnis hier in Österreich. Das wäre sozusagen mein Diskussionsausgangspunkt. So. Der Einstieg, noch einmal eine kurze Beschäftigung, 5 bis 7 Minuten. Ich hoffe, es interessiert Sie, es ist okay, über Demokratie und die Substanz zu sprechen, nämlich ausgehend von dem, was Sie auch eingangs erläutert haben und der Hinweis, dass sozusagen Demokratie, und zwar die Gesellschaftsform der Demokratie und die politische Form der Demokratie, beides, ja, nicht nur die Politik, sondern auch die Gesellschaftsform, dass die ein Stück weit sozusagen in Instabilität geraten sind. Was kann jetzt Religion dazu beitragen, für mehr Stabilität? Unter welchen Bedingungen? So typisch Wissenschaft, typisch Forschung, muss ich vorweg sagen, es gibt keine eindeutige Antwort darauf, was Religionen, Religionsgemeinschaften für die Stabilität von Demokratie beitragen können. Nämlich tatsächlich, was sie tatsächlich beitragen, stabilisieren, legitimieren, sozusagen akzeptabel machen in den Köpfen der Gläubigen, in den Köpfen der Menschen, in den Köpfen der Wähler und Wählerinnen. Sondern eben keine eindeutige, sondern es hängt von zwei Faktoren ab. Zum einen, was ist sozusagen das jeweilige politische Umfeld? Das politische Umfeld, sozusagen, wie ist sozusagen das politische System gestaltet? Davon hängt es ab, was Religion dazu beitragen kann. Was ist auch sozusagen die Dauer einer Demokratie? Wie ist die institutionelle Verfasstheit vom politischen System? Und welche Parteien sind aktiv, sind stark? Welche ideologischen Vorstellungen sind dominant präsent? Also sehr viele Faktoren, die vom politischen Umfeld abhängen, was Religionen und Religionsgemeinschaften diesbezüglich tun können. Und zum Zweiten hängt natürlich von der Religion, dem Selbstverständnis der Religion, den Eliten, den Vertretern von Religionsgemeinschaften ab. Also denk beides, ja, das Umfeld, aber auch es gibt so religiös immanente Faktoren, immanente Überlegungen und nicht nur die Bedingungen, sondern die Bedingungen innerhalb. Und da würde ich gerne eine These, die mich sozusagen, ich komme aus der Politikwissenschaft, nicht aus der Religionswissenschaft, sondern eine These, die ich sozusagen aus den Sozialwissenschaften, aus den Politikwissenschaften sehr stark genommen habe von Thomas Mayer. Es gibt ein Schwerpunktsheft im Forschungsjournal Soziale Bewegungen zu Demokratie und Religionen. Der Thomas Mayer hat den Einstiegsartikel geschrieben aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive. Und er beschäftigt sich mit diesem Verhältnis immer wieder von verschiedenen Seiten in Bezug auf unterschiedliche Religionen. Religionsgemeinschaften. Und sozusagen ein Resümee, zu dem er kommt, ist die Frage, ob Religionen einen Beitrag zur Legitimierung und Stabilisierung von Demokratie leisten können, hängt davon ab, ob sie selbst dann politisch erfolgreich zivilisiert worden sind. Vor allem sozusagen, ob in den Religionen, er nennt es Bürgergeist,
So, Civic, ein ziviles Verständnis von Zivilgesellschaften, diese Religion durchdrungen hat. Und er meint, historisch sozusagen sei beides wichtig. Die Zivilisierung, nämlich mit zivilen, bürgerschaftlichen Überlegungen, demokratischen Überlegungen, eine Religion durchdrungen zu sein, als auch sozusagen das politische System als solches mit demokratischen. Und sein Punkt ist, es ist ein Aushandlungsprozess. Es ist ein Wechselverhältnis zwischen der demokratischen Entwicklung und der Demokratisierung, der Zivilisierung von Religion. Das ist sozusagen dieser Zusammenhang. Aber es braucht eine Zivilisierung durch demokratiepolitische Überlegungen der Religion. Dann können Religionen einen Beitrag zur Stabilisierung leisten. Das ist wahrscheinlich ein bisschen das Gegenteil von, was Sie gewöhnt sind. Ja? Wenn man Bockenförde hört, dann sagt der eigentlich, dass Menschenrechte, Demokratie nicht aus, also Staat, nicht aus sich heraus moralisch einen Wert haben, sondern dass es dafür die Religionen braucht. Und dass die Religionen würden zu Normgeber, zu Wertgeber wie Menschenrechte, Menschenwürde etc. werden. Das ist so, glaube ich, etwas, was sehr, sehr viel sozusagen in der theologischen Auseinandersetzung diskutiert wird. Ja? Und hier ist sozusagen, nein, nein, es ist sozusagen, es ist beides. Auch die Religionen selber, die müssen erst zivil, nicht so zum Göttlichen heraus, sondern aus dem zivilen Verständnis heraus, demokratisiert, zivilisiert werden. Das ist hier der Gedanke. Wenn das gegeben ist, dann. So. Das ist jetzt noch sehr abstrakt, aber ich denke, wir können das dann an konkreten Beispielen auch ein Stück weit anschauen. Wir können wieder zurückkommen. Oder gibt es Fragen dazu? Kann man es fürs Erste so stehen lassen? Kann man stehen lassen. Danke. Genau. Jetzt mache ich kurz einen Sprung und stelle tatsächlich so die Frage, was ist denn Demokratie? Was macht sozusagen ein demokratisches Leben, demokratische Politik aus? Ich habe jetzt da drei beziehungsweise vier Gruppierungen, Aspekte angedeutet. Der erste Aspekt ist der Teilhabe. Ja? So Sie wissen, die Souveränität von Menschen gegenüber den politischen Eliten. Und die Souveränität von Menschen gegenüber den politischen Eliten, sie wird artikuliert durch Teilnahme, durch Teilhabe. Was hier sozusagen wichtig ist, sind, dass gewählt wird. Wir sprechen da auch von elektoraler Demokratie. Es wird gewählt, aber nach gleichen Grundlagen politischer Gleichheit und nach fairen Grundlagen. Und fair heißt immer auch, die Opposition hat die gleichen Möglichkeiten wie die Regierung in der Wahlauseinandersetzung. Medien haben eine Rolle, können dafür eine Rolle spielen. Das wäre sozusagen dieser erste Aspekt. Das ist das, was wir auch als elektorale Demokratie bezeichnen. Und Sie erinnern sich, in den Medien ist jetzt fast jeden Tag, dass heuer ein Superwahljahr weltweit ist. Ja? Ich glaube, 4 Milliarden Menschen sind heuer zur Wahl aufgerufen. 4 Milliarden weltweit. Natürlich Indien dabei. Ja? Also es sind Länder, sehr bevölkerungsreiche Länder. Gleichzeitig sagt die Bertelsmann Stiftung, glaube ich, war gestern auch die Meldung, dass wir derzeit an einem Kipppunkt angelangt sind, wo es weltweit wieder mehr Autokratien als Demokratien gibt. Sozusagen eine neue Phase. Seit den 70er Jahren sind die Demokratien immer mehr geworden. Und jetzt sozusagen sind wir auf der Grundlage von bestimmten Indikatoren als festzustellen, dass es mehr autokratische Länder gibt als demokratische. Und trotzdem sprechen wir davon, dass ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung zur Wahl geht. Und aus dem Beispiel, ja, ist schön, wenn Menschen wählen können, wichtig, total wichtig, aber aus dem Beispiel sehen wir, dass sozusagen das Wählen alleine noch kein Garant für Demokratie ist. Es ist sozusagen ein Mittel, ein Instrument, aber es ist noch kein Garant für eine qualitätsvolle Demokratie. Stimmen Sie mir wahrscheinlich zu. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, weil sozusagen, wenn Sie Autokraten hören, ja, also in Russland wird gewählt, ja, in Indien wird gewählt, in Ungarn jetzt nicht, aber in Österreich, gut. Ja, also es gibt so unterschiedliche Länder, wo man sich dann schon fragt, okay, es wird gewählt, aber alleine weil Russland wählt, ist es noch keine Demokratie. Ja? Es ist ein Instrument da.
ein unverzichtbares, aber es ist keine Demokratie. Deswegen schauen wir weiter, sagen, was die Demokratie, der zweite. Sie sagen mir, wenn die Zeit davonläuft. Es geht noch, oder? Genau. Der zweite Moment ist eigentlich das, was jeden Menschen betrifft. Demokratie besteht aus etwas, wo jeder Mensch Rechte hat. Ja, das wissen wir, seit es die Menschenrechte mit Hannah Arendt, die das so auch betont hat. So, es geht um die Freiheit der Einzelnen. Und zwar jedes Menschen, weil es auch um die Grund- und Menschenrechte geht. Wahrscheinlich würde man in einem theologischen Diskurs von der Menschenwürde sprechen oder von der Menschlichkeit. Ja? In einem sozialwissenschaftlichen oder politischen sprechen wir stärker von Menschenrechten. Aber es bedeutet, dass jeder Mensch qua Menschsein bestimmte Rechte hat, bestimmte Würde und somit mit Rechten ausgestattet ist. Das ist sozusagen eine unabdingbare Notwendigkeit in Demokratien, dieses Grundverständnis. Dritter Punkt ist das, was so der institutionelle Bereich von Demokratie betrifft. Wahrscheinlich der am wenigsten interessante, aber der einer, der höchst wichtig ist, ja. Nämlich die institutionelle Verfasstheit. Wir nennen das, also im Englischen spricht man das von Checks and Balances, ja. Kontrolle. Das heißt, wie arbeiten die verschiedenen Institutionen, die Regierung, Parlament, Gerichtsbarkeit, wie ist hier die Kooperation? Ist es so wie die Trennung und die gegenseitige Kontrolle? Und da müssen wir ganz stark auch hinschauen. Ich habe jetzt nur einen Aspekt. Also wenn wir verstehen wollen, sozusagen diese mehr autokratischen Systeme, die wählen, das sind ganz oft sogenannte Präsidialsysteme. Nicht parlamentarische Systeme, sondern Präsidialsysteme, wo starke sozusagen Oberhäupter direkt gewählt sind, Präsidenten direkt gewählt sind, aber die mit einer immensen Machtfülle gegenüber Parlament und Gerichtsbarkeit ausgestattet sind. Schauen Sie nach Russland, schauen Sie in die Türkei. Können auch südamerikanische Länder auch, jetzt Argentinien, ja, ist noch ein bisschen anders. Aber sozusagen, also immer dann, wenn es um Präsidialsysteme geht, sollten wir ganz genau hinschauen, weil dort sozusagen eine Person, ein Mann in der Regel mit besonderer Macht ausgestattet ist. So, letzter Punkt, was nicht unwichtig ist für die Stabilität von Demokratie, dass es ein bestimmtes Maß an sozialer Gleichheit gibt, dass es soziale Gerechtigkeit gibt. Das ist ein bisschen sozusagen das Unterfutter, eine Nahrung. Ja? Je mehr die Ungleichheit auseinandergeht, desto mehr gestärkt gefährdet sind also sind die Bereiche, die wir uns oben anschauen, wie Teilhabe, ja, aber auch genau, die Freiheit. Also soziale Gerechtigkeit, soziale Gleichheit, damit sage ich jetzt nicht Gleichheit schlechthin, aber ein bestimmtes Maß, ja, ist hier notwendig für die Stabilisierung. Komme jetzt zum Schluss, was die Demokratie betrifft. Weil es ja nicht so einfach ist, ne? Also, es ist ja nicht so einfach, wenn es so einfach wäre, wie ich hier geschildert habe, würden wahrscheinlich viele dem zustimmen. Aber wäre nicht erklärbar, warum die Demokratie gefährdet ist. Ich denke, sie ist sozusagen hier gefährdet, wenn es um Repräsentation geht, wo wir zwei wichtige Begriffe haben. Einmal die Verantwortlichkeit und zum Zweiten die Responsivität. Verantwortung von politischen Eliten gegenüber, das ist das große Fragezeichen, und zum Zweiten sozusagen responsiv gegenüber den Wähler und Wählerinnen zu sein. Was hier das große Problem drinnen ist das so, dass die Demokratie weitgehend national gedacht ist. Und dass die Demokratie weitgehend auch in einem Zeitrahmen von 4, 5 von Legislaturperioden gedacht wird. Was ist sozusagen aber die Phase, wo wir sind? Sozusagen also wenn ich ans Klima denke, dann ist sozusagen die Klimafrage eine globale Frage. Die Migrationsfrage ist eine globale Frage. Die Ressourcenfrage ist eine globale Frage. Kriege sind auch letztlich globale, nämlich geopolitische Auseinandersetzungen. Und die Demokratie hinkt sozusagen diesen Problemen, den Notwendigkeiten hinterher, weil diese Zeitdimension, nämlich in der Generation zu denken, also wenn man sagt, also beim Klima, wie geht es der nächsten Generation, dann ist die nächste Generation weiter weg als die Legislaturperiode von 5 Jahren. Das ist ein Problem, ja. Und das Zweite ist, dass wir so stark an Grenzen denken, und zwar an nationalstaatlichen Grenzen, obwohl es kaum mehr Probleme gibt, die nationalstaatlich fassbar sind.
Und trotzdem erinnern Sie sich an die deutschen Bischöfe, die sagen, ein völkisches Konzept, ja, ist nicht das Konzept der katholischen Kirche. Weil das Völkische sozusagen etwas ist, was sehr stark innerhalb von Grenzen denkt. Aber es stimmt, dieses Konzept stimmt nicht mit der Realität überein, mit den Herausforderungen. Und da ist sozusagen, das ist die große Krux der Demokratie, warum sie sozusagen auch anfällig ist, warum Stabilität nicht unbedingt gegeben ist. Ich würde jetzt gerne, also wenn ich mir das Beziehungsgefüge anschaue, zwischen Religionsgemeinschaften. Es ist immer ein bisschen ungenau, wenn ich von Religion spreche. Also ich meine sehr häufig Religionsgemeinschaften oder die Leitung oder zivilgesellschaftliche Organisationen von Religionsgemeinschaften und weniger die Gläubigen. Das muss ich, glaube ich, dazu sagen, sondern es ist also ein makro, kollektiver Blick ein Stück weit. Gell? So, wenn ihr jetzt diese Beziehung anschaut, dann muss ich mich schon sondern ganz kurz, also die Position oder den Befund benennen, dass Religionsgemeinschaften eigentlich häufiger auf der Seite von Autokratien sind als auf der Seite von Demokratie. Ist kein sympathischer Befund, aber es ist ein Befund, ja. Ist aber nicht der einzige. Also ich schaue mir dann die andere Seite schon auch an. Ja? Also wenn wir nach Osteuropa schauen, Ungarn, Polen, Slowakei ist nicht so ganz eindeutig, aber scheint auch in diese Richtung jetzt zu gehen. Also eigentlich, wo wir es relativ junge Demokratien, also mit Ländern zu tun haben, die nicht wahnsinnig viel Erfahrung haben mit demokratischen Prozessen, sondern die viel mehr Erfahrung haben mit autoritärer Politik und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, autoritärer Politik, in der das Nationale nicht die Bedeutung hatte, die sich viele Menschen gewünscht haben. Das ist kompliziert ausgedrückt, ja? Aber das Nationale nicht sozusagen das Dominante im Autoritären war, sondern es gab also andere Vorstellungen. Das trifft also für osteuropäische Länder, ist keine Entschuldigung, sondern ist nur der Versuch der Erklärung. Wenn wir nach Russland schauen, dann haben wir eine immens enge Verbindung von Orthodoxie und dem nationalistischen totalitären System. Also aber eigentlich schon seit Ende der Sowjetunion bis weil sich natürlich die Orthodoxie sozusagen durch die Transformation etwas erwartet hat und auch etwas gekriegt hat. Ja. Aber auch Länder wie Georgien, wenn wir in Georgien, es gibt viele Länder, aber Georgien, wenn wir dort ein bisschen hineinschauen, dann haben wir dort mittlerweile so militante, rechtsextreme Gruppierungen, die so enge Allianzen mit religiösen, christlichen Splitterorganisationen machen. Ich würde nicht sagen mit der Orthodoxie als solche, aber mit Splitter. Das finden wir auch in Rumänien mittlerweile. Ja? Auch in Rumänien beginnt es, dass sozusagen diese erzkonservativen, rechtsextremen Parteien also gemeinsame Sachen machen in dem Fall also mit orthodoxen christlichen Kirchen. Das heißt, wenn wir uns die Beispiele sind sozusagen erweiterbar. Wenn wir uns das anschauen, jetzt war ich nur im Christlichen, ja. Wir müssen sozusagen nicht in die islamische Welt schauen, wo wir endliche. Wir schauen natürlich immer dorthin und schauen viel weniger in die christliche Welt, ja. Aber wir finden, und das Interessante ist, dass es heute hier Religionsgemeinschaften, sei es auch Teilorganisationen, eigentlich die Politik bei der Entdemokratisierung nicht stören, sondern dass sie sozusagen in einer Verwobenheit diese Entdemokratisierung weitertreiben. Genau. Was immer wieder eine Rolle spielt, ist sozusagen hier Politik im Namen von christlichen, abendländischen Werten gemacht wird. Das finden Sie in diesen Ländern, auch in anderen nicht komplett zu sprechen. Die Frage ist aber, also das ist der Befund, die Frage ist aber, warum ist das so? Und das, also in diesen Ländern, also wo so eine starke Verquickung, so eine Unterstützung von Autokratie, das heißt sozusagen Alleinherrschaft, ja, weniger Gerichtsbarkeit, weniger Medien, weniger Opposition, alles das, was wir vorher existiert nicht. Das heißt, dass es dort so weitgehend Monopolreligionen sind.
Das heißt, die christlichen Religionen haben eine Monopolsituation. Es gibt kaum Minderheitsreligionen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ja? Weil sozusagen dort, wo es mehrere Religionen gibt, dann wird das schon zu einem religiösen Pluralismus. Dort ist er alleine für die Existenz, für das Recht von Religionsgemeinschaften, braucht es Demokratie. Nämlich staatliche Demokratie, die Religionsfreiheit gewährleistet. Ja? Das heißt, ohne staatliche Demokratie gibt es eigentlich keinen religiösen Pluralismus. Weil sozusagen, ich habe eine Monopolreligion, aber den anderen, die sind marginalisiert, sind am Rande. Ja? Brauchen nur nach Ungarn schauen. Was natürlich die Religionsgemeinschaften auch kriegen in den autokratischen Systemen, sie haben sozusagen Unterstützung, starke Befürworter in konservativen gesellschaftspolitischen Themenbereichen. Schauen wir Polen, Abtreibung, ja? Oder der Umgang mit Homosexualität. Das heißt, in autokratischen Systemen ist etwas, was für Religionsgemeinschaften vielen, muss man vorsichtig sein, Religionsgemeinschaften wichtig war, das sozusagen bekommen sie in diesen Ländern. Strenge Abtreibungsregelungen, Verbote etc. Das heißt, es ist schon also stecken Interessen dahinter und das, was wir auch, also insbesondere in Ungarn, aber auch in Polen beobachten können, die Finanzierung. Ja? Die Kirche, die katholische Kirche in Ungarn wird über Steuermittel finanziert. Ist natürlich auch abhängig, ja? Total abhängig. Also da sehen wir schon, sozusagen, wie Politik sich Religionsgemeinschaften abhängig macht, aber Religionsgemeinschaften auch bereit sind, diese Abhängigkeit für ihre bessere Situation gegenüber anderen in Kauf zu nehmen. Das ist so, das ist das, was wir im Blick haben müssen. Das heißt jetzt, wenn ich zur Schlussfolgerung komme, dass diese Religionsgemeinschaften in diesen Ländern kaum ein Verständnis von Zivilgesellschaft haben, nämlich für sich selber. Und das ist sozusagen diese demokratische Zivilisierung, von der ich mit Thomas Mayer vorhin gesprochen habe, eigentlich nicht erfahren haben. Das gab es nicht in Russland, gab es nicht sozusagen in all diesen Ländern nicht. Sozusagen also sie haben kein Verständnis als Zivilgesellschaft, sondern ein starkes Verständnis als Amtskirche, eine Machtkirche. Aber nicht sozusagen dieses zivile, dieses bürgerschaftliche, ja, das fehlt diesen Religionsgemeinschaften. Genau, Kirchenleitungen, enge Beziehungen. Ich habe jetzt noch nur als ein Literaturhinweis den Hans Schelzhorn, den kennen Sie wahrscheinlich, der hat einen wunderbaren Artikel geschrieben zur neuen Rechten und der christlichen Ideologie, wo er danach sagt, dass sozusagen also wenn er sich die neue Rechte anschaut und die christlichen Werte, die christliche Ethik betont, vor dem Hintergrund des Abendlandes, dass damit sozusagen auch sozusagen ein ethisches Konzept von Demokratie, wenn ich es weiter treibe, mit der AfD gesprochen, ein völkisches Konzept von Demokratie einhergeht. Sozusagen er formuliert diesen Zusammenhang, ja, ohne dass es völkisch nennt. Und ich glaube, da ist was dran. Also ich habe jetzt nur den Hinweis, vielleicht haben Sie ja Möglichkeit, das nachzulesen oder ihn zu hören. Gut. Komme jetzt fast zum Schluss, was diesen Punkt betrifft. Und dann ist genau auf das Positive noch. Ich habe jetzt viel auf Osteuropa geschaut, Russland und so weiter. Schauen wir kurz nach Westeuropa, das politische Westeuropa. Dann haben wir sozusagen hier auch konservative Parteien, rechtspopulistische Parteien, Entschuldigung, die zunehmend sozusagen in ihrem Programm von christlichen Werten, also die christlichen Werte für sich reklamieren, aber eigentlich in einem Kontext, in einem Framing setzen, wo sich die christlichen Werte eigentlich gegen andere richten. Ja? Also sozusagen wir gegen die anderen und da sind sozusagen der Anruf auf christliche Werte ein gutes Instrument, ein zielführendes Instrument, um diese Botschaft zu transportieren. Also das kennen wir auch. Und wenn wir uns die Karte anschauen für die zukünftige Wahl zum Europäischen Parlament, dann gibt es sozusagen vom Simon Higgs, glaube ich, gestern veröffentlicht, der irgendwie davon spricht, dass es sozusagen 2 Drittel der Länder, der EU-Länder sein kann, ja, wenn nicht noch was viel getan wird, sein kann, dass rechtspopulistische, also Parteien, die sozusagen die christlichen Werte
Vielleicht für katholische Kirche sympathisch, ja? Aber die christlichen Werte nutzen, instrumentalisieren, weil sie so gegen andere vorgehen. Also da tut sich was sozusagen, da tut sich was in Europa. Jetzt so, dann kommt aber hier der Versuch, ja, der Verweis auf eine Studie, die in der Schweiz und in Ostdeutschland, in neuen Bundesländern in Ostdeutschland gemacht worden sind von Schweizer Kollegen der Berner Uni. Und die ist nicht mehr ganz neu, 2018. Ich weiß nicht, wie das heute wäre, aber die haben 2018 gesagt, okay, es gibt einen Zusammenhang. Und da kommen sozusagen die Bedingungen. Unter welchen Bedingungen? Gell? Und er sagt, es gibt einen Zusammenhang zwischen der religiösen, einer ausgeprägten religiösen Aktivität, gemessen an Kirchungshäufigkeit und so weiter, das Übliche, und der Zustimmung der Neigung zu rechtsextremistischen Parteien. Und die sagen, dass insbesondere in Ostdeutschland die Zustimmung von religiösen Menschen, von christlich-religiösen Menschen zur AfD deutlich niedriger ist als von Menschen, die keine religiöse Bindung haben. Das ist überraschend. Ja? Ist nicht immer so. Ja? Ist nicht immer so. Und genau, jetzt gehe ich kurz noch einmal, das ist alles noch die Studie von der Uni Bern. Und sie sagen, es hängt damit, es hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Aber zum einen in Ostdeutschland sind es relativ wenig Menschen, die gläubig sind. Es gibt ein Stück weit ein kollektives Gedächtnis an die Nikolaikirche, ja, in der 80er Jahre. Also da gab es Widerständigkeit, an das wird angeschlossen. Und die Kirchen sozusagen, sie geben Gemeinschaft. Das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt. Sie geben sozusagen in Ostdeutschland, wo vieles, wo sozusagen der ländliche Raum eigentlich explodiert ist, also wo es denn per se, wo es keinen Zusammenhalt mehr gibt, ja? Weil es kein Geschäft mehr gibt, kein Wirtshaus, und, und. Aber sagen die Kirchen, wer in der Kirche ist, hat Gemeinschaft. Der ist Teil von etwas, Teil von jemand. Und das ist sozusagen eine Erklärung, dass hier sozusagen, dass ein Stück weit eine Immunisierung bei gläubigen Menschen zu beobachten ist gegenüber, also in dem Fall der AfD. Sehr einleuchtend, aber der wichtige Punkt ist wirklich die Gemeinschaft. Ja? Also irgendwo einen Ort zu haben, wo es Dialog gibt, wo man Teil von jemand ist, von etwas ist. Und so, das ist so ein wichtiger Befund. Und dann haben sie sich das auch für die Schweizer, also in der Schweiz angeschaut. Und das ist eigentlich interessant noch einmal, wo sie sagen, sozusagen, es stimmt im Prinzip auch, dass Religiosität, nämlich Teil einer religiösen Gemeinschaft zu sein, dass das ein Stück weit immunisiert vor Rechtsextremismus. Aber was ein wesentlicher Punkt ist, je stärker in einem Land, in einer Region der nationale Diskurs, der nationalistische Diskurs durchgesickert ist, die Ebene sozusagen der Gemeinde, der Community, je stärker sozusagen das Nationale in Bedeutung gewinnt, desto mehr verliert das Religiöse wieder an Bedeutung. Ja, habe ich es richtig gesagt? Genau. Also das ist sozusagen der Kampf, die Auseinandersetzung. Ja? Also wenn jetzt nationale Parteien, nationalistische Parteien sehr stark werden, die Medien und ganz vieles dominieren, dann kann, also zumindest für die Schweiz haben sie das irgendwie so aus dieser Studie heraus, dann wird so der religiöse Faktor ein Stück weit neutralisiert. Das ist wichtig, gell? Schon interessant. Genau, und der Vollständigkeit halber möchte ich auch sozusagen auf die Wertestudie von Pollack und Roos hinweisen, die sich auch diese Fragen ein Stück weit anschauen und sie sagen, ja, die Religion alleine haben sie nicht, also so in einem größeren Zeitverlauf und in einem Querschnittsvergleich von Ländern, also es ist sozusagen die Kombination mit anderen demografischen, sozioökonomischen Faktoren. Kann man sich genauer anschauen, aber also heißt aber, dass die Religion alleine ist. Die Religion allein ist nicht mehr der Buffer, die Religion ist aber auch nicht sozusagen, was Menschen zum Rechtsextremismus führt. Überhaupt nicht. Ja? Aber er hat nicht mehr diese Immunisierungs- und Bufferwirkung. Gut. Jetzt bin ich fast fertig. Zum Schluss sozusagen einige Positiv, also das ist jetzt eigentlich auch positiv, weil man was tun kann, aber jetzt noch so einige Aspekte, was so die demokratiepolitische Artikulation oder Verteidigung von Demokratie durch Religionsgemeinschaften betrifft. Es gibt nicht sehr viele Beispiele,
Aber es gibt eine sehr schöne Untersuchung auch von einer amerikanischen Kollegin, die sich die Rolle von christlichen Kirchen in Subsahara angeschaut haben. Und sie glaubt gefunden zu haben, dass sich sozusagen in diesem Raum Subsahara, Afrika, dass sich dort die christlichen Religionsgemeinschaften, dass sie tatsächlich so zu Defenders, zu Verteidiger der Demokratie oder von demokratischen Kandidaten bei Wahlen geworden sind. Sie hat eine Reihe Befunde und den Punkt, den sie sagt, oder warum das so ist, sie sagt, dass sozusagen für christliche Kirchen, die dort eine Minderheit sind, ist ein demokratisches Setting natürlich vorteilhafter, um soziale Dienste zu betreiben, um Schulen zu betreiben, etc. Ja, es ist vorteilhafter, als eine autokratische, autoritäre Regierung zu haben, die ihre eigenen nationalistischen Überlegungen transportiert. Echt total logisch. Ja? Aber hier haben wir wieder so die Frage Mehrheit, Minderheit. Ja? Wenn ihr ein Monopol-Religionsgemeinschaft habt, dann habt ihr andere Interessen, als wenn ihr eine Religionsgemeinschaft habt, die eher in der Minderheit ist. Die Minderheit braucht Demokratie, die Minderheitsreligion. Also da geht es ohne staatliche Demokratie nicht. Ja? Aber die starken Religionsgemeinschaften, die sozusagen dominieren, die können durchaus mit Autokratien auch leben, gut leben. So, sage ich es provokant. Ja? Gut, die Leipziger Proteste in Nikolaikirche habe ich schon erwähnt. Ich glaube, das ist wirklich ein Wesen, also ein schönes Beispiel und ein wichtiges Beispiel, an das sich Leute auch erinnern, wo sozusagen der... Es war Zivilgesellschaft, ja. Also es waren dort nicht die Bischöfe und so weiter, sondern es waren Pastoren, es waren Pfarrer, die die Kirche als einen Ort angeboten haben, wo sich Menschen treffen konnten, wo sie so einen Dialog betreiben konnten, wo sie den Widerstand gegen das System auch also verorten und vorbereiten konnten. Zivilgesellschaft, also die Kirche war hier dort eine zivilgesellschaftliche Organisation. Genau. Kommen wir mal kurz jetzt zum Abschluss noch zu Österreich. Sie erinnern sich sozusagen am Freitag die Demonstration, das ist schon angedeutet worden. Was hier auffällt, es waren die zivilgesellschaftlichen religiösen Einrichtungen, die sich zu Wort, also die präsent waren. Die katholische Aktion, ja? Die Caritas, muslimische Organisationen, jüdische Organisationen. Aber es waren sozusagen bei keinen Religionsgemeinschaften jeweils die Leitungen, ja? Die Kirchenleitungen, die Amtskirchen, sondern es war die Zivilgesellschaft. Und da sehen Sie sozusagen, wer stützt Demokratie. Es ist dort, wo Religionsgemeinschaften ein zivilgesellschaftliches Verständnis haben. Sie werden dem widersprechen, das können wir dann diskutieren. Es gibt nämlich auch andere Gründe, um das zu verstehen, aber ich denke, das ist schon ein wesentlicher Punkt. Genau. Ja, was ich hier versucht habe, so zusammenzufassen nochmal, dass also Kirchen, Religionsgemeinschaften als Akteurinnen von Zivilgesellschaft heißt eigentlich, die enge Bindung zum Staat zu lösen. Und die politische Macht sozusagen von Kirchen, die liegt bei Aushandlungsprozessen, bei gesellschaftspolitischen Themen, Aushandlungsprozessen. Ja? Also dort braucht es Kirchenleitung, die sich sozusagen mit staatlichen Institutionen verständigen, als Interessensorganisation, aber nicht als eine Wahrheitsorganisation. Genau. So. Damit ja, habe ich jetzt lange gesprochen, aber es ist mir auch aufgetragen worden, ich darf, dass ich ein bisschen länger sprechen darf. Ich würde jetzt gern, ich stehe jetzt gern zur Verfügung für Nachfragen, Klärungsfragen, Positionsfragen, Aspekte, die Sie einbringen können. Und sonst würde ich, denke mal, auch nochmal, ich glaube, wenn wir die Frage stellen, wie Religionsgemeinschaften Demokratie nähern, ist sozusagen die Frage, was sind demokratiestabilisierende oder legitimierende Möglichkeiten? Also wo sind diese Bedingungen und die Möglichkeiten? Und zum Zweiten sozusagen aber auch, was schon ein bisschen interessant ist, die Zurückhaltung der Kirchen, der Amtskirchen in Österreich in dieser Frage, womit hängt das zusammen im Vergleich zu Deutschland? Das sind viele politische Fragen eingebaut, aber das wäre jetzt nur eine Möglichkeit, über die wir noch reden können, weil wir, glaube ich, noch ein bisschen Zeit haben. Ja. Ja, gut. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.